Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir haben eine Nacht im Kerker verbringen dürfen, wegen diesem doofen Kustos, dem werde ich das dann auch noch heimzahlen. Das lasse ich ja nicht so einfach mit mir machen. Definitiv nicht. Der kriegt unsere Rache noch zu spüren. So, wir müssen was essen, wir müssen schlafen. Das ist kein Wermut. Ist hier ein Topf mit Essen? Ich könnte mich aber mal waschen. So. Das gibt noch Rache an dem Kustos. Da kann er sich aber drauf gefasst machen. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Ja, ja, wir essen gleich was. Das ist Wermut. Da war doch auch noch Augentrost. Das gibt Rache. Dieser notgeile Bock. Das lassen wir uns nicht so einfach gefallen. Definitiv nicht. So, wir können hier mal was essen. So. Okay. Ja, wir sind aber immer noch nicht satt. Satt ist anders. Und wir haben natürlich das Makel, dass wir im Kerker gesessen haben an uns, aber... Augentrost, sehr gut. Das gibt Rache, mein lieber Herr Kustos. Ich weiß noch nicht wie, aber das gibt Rache. Dessen darfst du dir sicher sein. Vielleicht kann ich dem... Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, ja, wir holen was. Hundi ist leider abgehauen. Schade. So, und wir müssen unbedingt schlafen. Das können wir auch gleich machen. Aber jetzt gleich nochmal was essen. Ich denke mal, dass wir hier gleich nochmal aus dem Topf essen können. Und dann gucken wir mal, wie wir uns an dem Kustos rächen können. Das lasse ich ja nicht so einfach auf mir sitzen. Definitiv nicht. So, wir müssen gerade mal schlafen. Schlafen. So, zumindest mal ein paar Stündchen. Dass wir da wieder ein bisschen Energie haben. So, ist Johanka da? Ja, die ist auch da. Aufstehen. Ups, falsche Taste. Hi. Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Sorry. Dieser Kustos ist widerwärtig. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Absolut. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch, ach, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Dann viel Glück. Okay. Ah, hi. Ganz fein. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen besseren Status. Muss gleich mal gucken, wie der jetzt eigentlich ist. Gefährten, Hund.
Folgsamkeit 83. Okay, das ist okay. Das ist okay. So, was haben wir denn noch für Quests? In Gottes Hand. Ach, da müssen wir doch den Henker fragen, genau. Den Henker von Rattay müsste ich fragen. Der ehrbare Dieb, das müssen wir noch machen. Steinschlag, Liebeswerben. Theresa, genau, zur Herrin, Dienst, meine Herrin, das brauchen wir auch noch. Wir müssen eh nach Rattay. Dann würde ich sagen, reiten wir mal nach Rattay, ne? Achso, hier haben wir ja noch mehr. Freunde in der Not. Müssen wir auch noch machen. Ruf der Nachtigallen. Und der Schatz. An dem Kustos rächen wir uns noch. So. Nach Rattay muss ich. Da ist Rattay. Das heißt... Da mussten wir lang. Also wir müssen hier da durch und dann da hoch. So viel weiß ich noch. Halt, da wollte ich nicht hin. Hier sind wir richtig. Ich könnte mal noch gucken, ob ich aus dem Pferdeinventar was verkaufe, aber vielleicht nicht, solange wir das Kerkermerkmal da haben. Vielleicht so lange nicht. Und ich muss noch Hasen besorgen, ne? Das brauchen wir auch noch. Ein paar Häschen. Hier ging doch irgendwo ein Weg ab, genau. Oder auch nicht. Das war definitiv nicht der Weg. Ach, hier ist er, glaube ich, oder? Nee, auch nicht wirklich. Aber hier sind wir richtig. So viel weiß ich noch. Ja, das ist auch ein Müller, aber bevor ich mit dem rede, muss ich erstmal die Quest für Müller Peschek machen. Dass er seine Schuld, dass wir unsere Schulden bei ihm bezahlt haben. Vorher macht das alles keinen Sinn. Das müssen wir erst machen. Können wir jetzt aber dann machen, so wenn wir hier jetzt gleich in Rattay sind. Geradeaus müssen wir. Und dann kann ich in Rattay mal gucken, ob wir da einen Bogen kriegen. Das wäre auch gut. Dass ich endlich wieder einen Bogen habe. Wo sind wir hier jetzt? Ah, da gibt es einen Hinweisgeber-Quest. Da ist auch nochmal ein Questgeber. In Ledetschko sind wir jetzt. Ich glaube, wir reiten aber erstmal nach Rattay, bevor ich hier irgendwelche Quests anfange. Kramer haben wir entdeckt. Und ein Schnellreiseort. Hier ist ein Schneider.
Da ist der Dude. Kriege ich bei dem einen Bogen? Das müsste ich mal gucken. Guten Tag. Tag. Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein. Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Watzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt? Und nein. Nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Okay. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Hm. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Ein andermal. Ich habe nämlich keinen Bogen. Ein andermal vielleicht. Falls du doch dein Silber säckeweise verwetten willst, sag Bescheid. Möge Gott über dich weil ich habe nämlich keinen eigenen Bogen. Deswegen hat das momentan noch keinen wirklichen Mehrwert. Schmied, Moment, Schmied. Schmied heißt Saba. Das eine muss ich noch klauen, ne? Wo ist denn hier der Schmied? Da. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Okay. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Hexerei? Zauberei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn, wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Warum gehst du der Sache nicht nach? Wenn es dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst du viel arbeiten. Und überhaupt kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der wird mir nichts erzählen. Wie genau kann ich da helfen? Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Okay. Ja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Nein. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Okay. Ich mach's. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Und ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Mir kam zu Ohren, ein Pilger aus dem Heiligen Land habe kürzlich Reliquien verkauft. Hat er dir ein Bruchstück eines Schwertes angeboten? Überrascht es dich, wenn ich ja sage? Warum fragst du? Ich würde es dir abkaufen. Tja, warum nicht? Keinen Schimmer, wieso ich mich verleiten habe lassen, es zu kaufen. Kann ich behaupten, dass der Schund Glück bringt. Das ist gut. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Okay. Mach's gut. Sehr gut, eins haben wir. Waschen uns mal. Ich will ja auch nicht, dass die Leute immer sagen, was ist dir denn passiert? So. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen.
Ne, ich muss da hoch. Hundi hatte das schon richtig gesehen. Dann kommen wir hier nämlich nach Ratai. Dann können wir bei Theresa vorbeigucken. Wir können Theresa Hallo sagen und die Grüße ausrichten. Und wir können die Quest vom Müller machen. Und ich muss hier das Ding noch abholen. Und dann müssen wir nach Thalenberg. So, wir reiten natürlich erstmal bei Theresa vorbei. So. Hi. Sei gegrüßt, Heinrich. Sei gegrüßt, Theresa. Matthias und Fritz lassen grüßen. Matthias und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Na, Bursche? Wo sonst? Und wie geht es Ihnen? Sie sind wohl auf, aber haben Probleme. Sie sind wohl auf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Ja, niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit. Sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Wahrscheinlich. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Ah, ja, mach ich. Könnten wir gucken. Und wie geht's dir denn so? Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Ja. Keine schlechte Idee. Ich habe zu viel zu tun, aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie gern. Die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Und ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht. Den Dolch kriegt sie mal. Bestätigen, ja. Danke. Aber ich weiß nicht recht, was ich damit anfangen soll. Naja, falls dir etwas Schlimmes widerfährt, könntest du ihn brauchen. Verstehe. Nun, vielen Dank. Aber ich weiß nicht, wie viel mir der gegen die drei großen Kerle gebracht hätte. Okay. So, wir kommen die Tage mal vorbei. Jetzt könnten wir erst in Ratai... Plünderer. Ach, das müssen wir ja auch noch machen. Töte den Anführer des Lagers. Das Kauf beim Händler in Ratai Wein. Das müssen wir jetzt machen. Ach, das müssen wir auch noch machen. Ja, das können wir gleich. So, das machen wir. Das ist hier nämlich in Ratai alles. Dann können wir den Henker fragen. Muss ihn nur erstmal finden. Und wir können den Wein kaufen. Ist beides sehr gut. Dann haben wir das nämlich beides erledigt. Weil nach Sasau müssen wir ja eh nochmal wieder zurück. So. Parken wir Pebbles mal hier. So, hier müsste der Händler sein, ne? So.
Konrad Hagen. Stefanie Herrin von... Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich. Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. 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 Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Mist. Kann ich diesen Wein denn sonst nirgendwo auftreiben? Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Topf zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Rattay. Ich brauche erstmal einen Bogen. Was, wenn ich verliere? Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Ja. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Lass uns handeln. Ach. Zum einen müsste ich jetzt mal gucken, ob er einen Bogen hat, mit dem ich was anfangen kann. Hat er Waffen? Er hat nur Pfeile. Das hilft mir aber jetzt nicht wirklich weiter. Das hilft mir ganz und gar nicht weiter. Kann ich irgendwas verkaufen? Augentrost. Ich werde da nämlich Geld brauchen. Wir haben 28 Vermögen. Das ist nicht viel. Ringelblume. Ich muss gleich mal gucken, was wir im Pferdeinventar haben. Schlaftrunk. Den kann ich noch verkaufen. Die Karten behalten wir. Wermut. So, falsch, wa? Das bringt auch nicht so viel. Aber ich gucke gleich mal, was ich im Pferdeinventar noch drin habe. Zufrieden? Fast. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. So. Pech gehabt. Mist. Dann gucken wir gerade, was wir im Gefährteninventar haben. Die Axt, das Bürgerschwert, Hornstrauchjagdbogen. Den behalten wir da auch, glaube ich, mal. Das könnte ich aber vielleicht eher... Ah, das kann ich hier nicht. Das kann ich vielleicht eher beim Schneider verkaufen, ne? Da haben wir zwei von. Da kann ich auf jeden Fall mal eins von verkaufen. Flämischen Stoff. Ne, und alle drei. Glaskelch. Leinenstoff. Schaufel behalten wir. Wollstoff. Zerbrochene Pfeile kann man auch mal verkaufen. So, dann handeln wir nochmal. Verkaufen. Augentrost. Ups. Verkaufen wir mal komplett. Die Axt. Das Buch. Der Brosch. Ah, das Bürgerschwert kann ich nicht. Die Beinlinge können wir aber. Den Stoff. Wie viel Geld hat der denn? 280. Mein Ruf ist 48. Ja, dann würde ich auch gar nicht mehr.
Lass uns über den Preis sprechen. Da muss ich noch bei anderen Händlern ist gucken. Gut. So. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Hm? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Sehr gut. Haben wir hier noch einen Schneider? Muss ich gerade mal auf der Karte gucken. Da haben wir einen Bäcker. Schneider ist doch hier unten irgendwo, ne? Meine ich mich zu erinnern. Ne, da oben. Und ich muss da oben zum Henker. Hier ist eine Schenke. Hier ist irgendwo die Schneiderei. Ist das hier? Nee. Schloss knacken, das kann nicht die Schneiderei sein. Hier? Nein. Einmal waschen. Hier sind wir richtig. Sehr gut. Händlerin. Guten Tag. Tag. Wie kann ich helfen? Ich hätte was zum Verkaufen. Verkauf. Gelbe Dings. Gepolsterte Beinlinge. Jagdhandschuhe. Wie viel Geld hast du? 235. Rote Beinlinge. Roter Spitzhut. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Lässt sich was am Preis machen? Bestimmt. Nun, versuchen wir es. Nimm mal das. Frieden? Sind wir sicher. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ah. In Ordnung. Puh. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Sehr gut. So, dann gehen wir mal zum Henker. Henker, dem Denker. Brennnessel nehmen wir gerade mit. Löwenzahn nehmen wir auch gerade mit. So, wo ist der Henker dann? B ist doch der Henker, oder? Oh, gewinne den Bogenschießwettbewerb. Ich habe immer noch keinen Bogen. Wo kriege ich denn einen Bogen her? Ach, da ist der Henker. Kann ich hier einen Bogen kaufen? Herold. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Ich möchte am Turnier teilnehmen. Das war das falsche Turnier, oder? Bogenschießwettbewerb ist hier. Ach, da unten. Hi. Der ist da unten. Ich guck mal, ob wir teilnehmen können ohne Bogen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Da muss ich gucken, wie ich den Wein anderweitig krieg. Oder kriege ich eventuell da hinten einen Bogen? Das können wir mal gucken. Hinten bei unserem Trainer. Das wäre auch noch eine Idee. Der ist doch da oben irgendwo. Das wäre noch eine Idee. Eine gute Idee, glaube ich sogar. Das ist nichts, was ich pflücken kann.
Hä? Der ist doch eigentlich hier. Oder auch nicht. Tja. Gut, dann bleibt nur noch eines. Dann müssen wir ja darauf hoffen, dass wir an dem Turnier teilnehmen können. Sonst wüsste ich nicht, wie das funktioniert. So. Guten Tag. Tag. Wie kann ich helfen? Handeln. Eschenjagdbogen. Rustikaler Eschenbogen. Vielleicht kann ich... Ist der für mich passend? Gewöhnlicher Bogen, minimale Stärke. Auch ein selbstgemachter Bogen kann in den Händen eines erfahrenen Schützen zu einer tödlichen Waffe werden. Oder sollte der schon funktionieren? Was ist meine Stärke denn? 4. Stärke 4. Damit sollte der ja passen. Minimale Agilität 3. Müsste passen. Habe ich. Dann kaufen wir den. Flink wie ein Wiesel. So, kann ich dir irgendwas verkaufen? Nee, nicht wirklich. Falschen, wa? Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. So. Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Hm? Na schön. Und jetzt? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Okay. Dann 105. Ich wusste, wir werden uns einig. Sehr gut. Fässchen Wein. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Gewinnen einfach, ne? Erzähl mal. Leider nicht. Du schießt mit 7, 13 oder 21 Pfeilen, je nachdem, gegen wen du antrittst. Okay. Das Stroh ist einen Punkt wert, der weiße Ring 2 und die Scheibenmitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 weitere Punkte. Die Runde endet, wenn alle geschossen haben. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich zu wetten, damit es spannender wird. Je besser deine Kontrahenten sind, desto höher ist der Wetteinsatz. Okay. Gut, das klingt alles einleuchtend. Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und schieß ausschließlich auf die Ziele. Sonst bist du raus, verstanden? Okay. Verstanden. Gut. Gut. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Alles gut. Okay. Muss den Pfeil oder den Bogen ausrüsten, ne? Wow. Knapp vorbei, aber vorbei. Drüber, aber hätte sonst getroffen. So. Mano. Wow. Immer zu hoch. Das gewinnen wir, glaube ich, nicht.
Das gewinnen wir wohl nicht. Entweder stimmt die Höhe oder die Richtung. Aber alles nicht. So, beschaffe den Wein auf andere Weise. Wir hatten gewonnen, der alte Ruch, oder? Gelobt sei Jesus Christus. Wein. Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ich werde mit Freunden darauf trinken. Ja, also, was das angeht, du bevorzugst doch sicher Bier, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Bier bekomme ich in jeder Schenke, aber kein Wein ist wie dieser. Ja, nur leider brauche ich deinen Wein. Nie im Leben. Ich habe ihn gewonnen. Wie viel verlangst du für den Wein? Du willst doch Herrin Stefanie nicht enttäuschen. Du willst doch Herrin Stefanie von Thalmberg und ihren Boten nicht enttäuschen, oder? Herrin Stefanie, sagst du? Die habe ich schon immer gemacht. Huh. Wenn das so ist, nimm das Fässchen und grüß sie schön von mir. Mach ich. Danke. Wegen Ratai? Hast du irgendwas über die Kumanen gehört? Hast du etwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. So, okay. Danke. Möge Gott über dich wachen. Huh, das war knapp. Das hätte auch schief gehen können, weil der war in der gleichen Stufe wie ich. Aber gut gelaufen, von dem her. Ganz fein. Von dem her, alles gut. So ist's echt. Ja, wir müssen noch Hasen jagen mit ihm. Wo ist Pferdi? Da. So, dann können wir den Henker noch befragen. Das hätte echt so richtig schief gehen können. Also. Ich wollte die Folge ja noch beenden. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.